about this. Hallo und herzlich willkommen zurück zu zur Assassin's Creed Reihe. Und zwar beginnen wir heute mit Assassin's Creed 2, den zweiten Teil der Assassin's Creed Reihe. Und ich akzeptiere das mal und dann geht's mal direkt los, ne? Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Asla, und damit bin ich auch mitten im Spiel und nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed und diesmal Assassin's Creed 2. Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich halt jetzt Assassin's Creed 2 auf dem PC spielen werde, weil einfach die Aufnahmequalität so besser rüberkommt und vor allem meine Sprachqualität, weil über die Xbox One mit den Haupauge ist das halt nicht so qualitativ wegen dem Headset, was ich da habe. Das ist nicht so toll und hier habe ich ein schönes Studio-Mikrofon, mit dem es am besten geht. Und ich drücke mal die beliebige Taste. Jetzt habe ich gerade Pause gedrückt. Das kann man auch mal machen. Jetzt drücke ich die beliebige Taste. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Jo. Grafiktechnisch hat sich das ein bisschen verbessert zu Teil 1. Desmond? Ja, ist sehr gut. Was bist denn du? Wo sind die wirklich jetzt? Komm rüber hier, Desmond. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Alter, hat hier ein Riesenfressbrett. Alles klar, rein da. Jetzt mit Miles. Kapitel 16. Vertraulich. Suchen nach relevanten Erinnerungen. Erinnerungen, Zuordnung gefunden. Zugriff auf Erinnerung. Okay. Nochmal. Sì, sì, brava. Es ist ein Junge. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe. Alles wird gut.
Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Und so wurde er geboren. Komm, ja. Wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Wie einfach rausgeschmissen wurde. Na, ich folge dir mal. Jetzt kann ich auch rennen und so. Yay. Run. Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole, Zwischenfall im Forschungstrakt. Glaswände. Schick. Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Heilige Scheiße. Die hat echt rot, Kleine. Jawohl. Sieh dir das an. Mit den Kameras. Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Dann gehen wir voran. Das kann ich komisch bei uns. Vorsicht. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen das Tutorial sein. Ist das ein Animus? Bleib bei mir. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Moment. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, die hat Probleme. Wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Der hat echt Probleme, der Typ. Die müssen fliehen. Sagt man Animusse oder Animi? Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Audi A4. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Die Kämpfer. Okay, das war gar nicht so schlimm. Ja.
ist das? Rein. Im Ernst? Ernsthaft? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Komm, geh zurück, wie sie sich nur flachlegen. Lucy! Hallo. Du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um hier. Also wo könnten wir jetzt sein? Sowas wie so eine Lagerhalle oder sowas, ne? So ein bisschen zumindest. Wo steht da? Sezione, Peschet. Oh, auf jeden Fall sind wir in Italien. Da steht schon mal fest. Laufen wir mal noch nicht so weit herum. Guck mal, ob ich mit ihm hier reden kann. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten.
Boah, was ist mit dir, Alter? Schlecht geschissen oder was? Kann man auch ein bisschen netter sagen. Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. So, dann quatschen wir hier. Mit ihr? Geht nicht. Okay. Was kann ich sonst noch machen? Fernseher gucken. Oh, geiler Fernseher, Alter. Kann ich pennen gehen oder was? Auch nicht. Was soll ich tun, hör mal? Hab in Teil 2 schon einen eigenen Rechner? Nee. Oh, doch, vielleicht schon. Hier vielleicht? Auch nicht. Schade. Also, guck mir aber nach draußen nochmal ein bisschen um hier. So, schauen wir mal links hinweg. Okay. Da ist die Karre, womit wir hergefahren sind. Alles klar. So gut klettern kann er irgendwie noch nicht anscheinend. Aber hier kann ich schlagen. Alter. Schlägt noch wie ein Anfänger. Aber er hat vorne aber gut gekämpft, muss ich sagen. Gucken wir uns hier mal um. Die Tür kann wahrscheinlich gar nicht reingehen, ne? Keine Ahnung, gehe ich nochmal zurück. Ah, jetzt kann ich. So. Ich hätte vorhin schon mit dir reden können wahrscheinlich. Aber irgendwie kriege ich nicht den richtigen Winkel dazu. Geht das von dir aus einfacher? Gar nicht, okay. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist. Dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Die Gesichtsanimation erinnert mich ein klein bisschen an die Sims, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung, gehen wir mal rein. Wir haben sonst nichts zu tun. Oder... Oh, na gut, okay. Ich wollte gerade weglaufen. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Schon. Naja. Und los. Aktion beendet.
Republik Florenz, 1476. Grafik auf jeden Fall schon mal viel besser als der erste Teil. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Alter. Jungs sind Jungs. Wie die Partys Männer bekämpfen? Okay, mach ich einfach so, wie ich das vorhin auch gemacht habe. Einfach nur draufhauen. Man kann sie aber nicht geschehen. Okay. Easy going. Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Ist das in der Welt gewesen? Oh. Hey, sollte verlieren, alles klar. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ja, ist klar, okay. Wie plündert man denn? Ah, okay. So, 20 Florin. Schön, die zusammengeschlagen jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Das sind halt, Jungs. Synchronisiert. Die nächste verfügbare Erinnerung wird immer auf ihrer Minikarte angezeigt. Ja, ich würde trotzdem erstmal sagen. Kann ich Ad auch gehen? Nee, noch nicht. Sagen, dass ich diese Folge hiermit beende und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.